Na, meine werten Zuschauer, gibt's doch zu, ihr steht auf dicke Dinger. Und dementsprechend zeige ich euch heute mal den OI. Ja, der OI ist auf jeden Fall per Definition ein dickes Ding. Das kann man nicht anders sagen. Der 6er schwere Panzer der Japaner. Er ist hier in ein 6er, 5er und knapp 4er Gefecht gekommen. Sind aber fast nur Scouts, also von dem her gar nicht so dramatisch viele. Karte ist natürlich Winterberg. Im Standardgefecht. Und ja, natürlich für einen schweren Panzer gehört es sich, dass er hier in die Stadt fährt. Wir gucken uns mal die Kanonendaten an. Er hat hier die mit 175 Durchschlag und 300 Schaden. Ansonsten 201 mit Premium. Und naja, die HE, die lassen wir mal ein bisschen außen vor. Für einen 6er auf jeden Fall gute Werte der Kanone. Und es ist halt einfach, es ist halt einfach ein Monster. Das muss man nicht, also es geht gar nicht anders zu sagen. So ein Panzer in der realen Welt, das wäre ja, alter Schwede. Da kommt so ein Tiger 1 oder Königstiger vielleicht sogar und dann steht der denn und sagt sich so, naja, und jetzt? Was ist los? Probleme? Naja. So, da kommt doch schon langsam das erste an Gegner gesockt. Su-85i. Direkt der erste Hit. Da jetzt die KV-1, die gleich hier rumdrücken wollen. Kriegen hier auch nochmal einen. Genau, direkt zack. Hier ist seine Kette schon getroffen worden. Und noch ein Abpraller vom KV. So, der KV, der winkelt so schlecht an, dass er direkt in die Seite getroffen werden kann. Seine Kette ist zerstört, aber das juckt ihn wohl nicht wirklich stark. Oh, da kommt, da ist doch die Su. Nein, jetzt hat er... Ah, wie ärgerlich. Er zielt genauso nach vorne. Und noch ein Abpraller und noch einer. Und sogar einer mit Premium. Okay, Su ist hin. Jetzt kann er hier den... Genau. Wer macht hier den KV-1 weg? So, und da kommt noch ein... Oh, da ein AT-8. Schießt er leider drüber. Aber ihr seht, es kommt Abpraller nach dem anderen. Also der Panzer ist eigentlich nicht so schwer zu durchschlagen. Also er hat natürlich ordentlich Panzerung. Aber man muss halt nur wissen, wohin man schießt. Aber man sieht, dass die Gegner das noch nicht wissen. Und hier jetzt die Su, die dürfte ein One-Shot sein. Ja, da ist sie weg. KV zieht sich auch zurück. Jetzt kommt da schon Tok. Der AT-8 ist der einzige, den er hier so ein bisschen in Anführungszeichen fürchten muss. Aber er schießt hier oben schön auf den Absatz, beziehungsweise kommt die Kanone nur nicht wirklich durch im Sinne von, naja, sie verzieht ein bisschen arg. Also genau ist er nicht. Ja, man sieht's. Das dritte oder vierte Mal. Der AT-8 haut die aber auf ihn drauf und er kommt halt einfach gar nicht durch. Krass. Jetzt schießt er schon mit HE und macht schon keinen Schaden. Jetzt kommt der Tok. Also der AT-8, der wird sich da auch... Der wird gewissen, was sich der AT-8 jetzt gerade in dem Augenblick denkt. Jetzt trifft er. Oh, der AT-8 hat durchgeschlagen mit Premium. Aber gut, er hat auch die kleine Kanone drauf. Deswegen Penetration 110 und 180 dann mit Premium. Also da... Ah ja, gut. Jetzt ist es um ihn geschehen. So, jetzt hat er da noch den Tok daneben sich und den 150er. Wahrscheinlich dürfte der Tok... Wo ist denn der Tok jetzt hin? Da ist der Tok. Tok, Tok. So. Wir sind bewegungsunfähig. Der T-150 hat endlich mal Schaden an ihm gemacht. Dürfte ihn aber jetzt auch nicht lange helfen. Ja, da ist er weg. So, und jetzt hat er hier die Damage-Pinata vor sich. So ein Tok, den nimmt man gerne mit als Gegner. Darf man aber auch nicht unterschätzen. Hat eine gute Kanone.
Da ist der Tok. Auch er prallt ab, obwohl der Tok eine gute Kanone hat eigentlich. So, und jetzt hat er hinter noch sich im Panzer 4. Aber auch der prallt sogar am Heck ab. So, jetzt hat er erstmal den Tok weg. Krass, ey. Krass, 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 was da alles abprallt. So, und jetzt denkt er sich, jetzt hat mich der Panzer 4 so lange geärgert. Er ist hier übrigens mittlerweile 3 gegen 1, aber man hat so das Gefühl, das stört ihn nicht wirklich. Da ist der Churchill. Ich sag euch am Ende auch des Gefechts, da wie viel HP er abgeprallt hat. Wird eine beeindruckende Zahl sein. So, da ist der Panzer 4. Kommt er nochmal vor? Da ist er doch nochmal. Und ja, da war er einmal zu neugierig und hat sich da dementsprechend den Zorn des OI zugezogen. Da ist der Churchill. Den kettet er sogar direkt. Churchill prallt auch ab. Wie soll es eigentlich anders sein? Ich glaube, ich brauche es gar nicht mehr kommentieren. Das ist ja mittlerweile schon klar wie Kloßbrühe. So, jetzt noch einmal, dann ist er auch weg. Nein! Low Roll, schade. 4 HP lässt er stehen. Na, jetzt aber. Und der Churchill hat dann noch einmal 130 Schaden gemacht. Und jetzt ist nur noch die Frage, wo ist die Sue? Schafft die Sue noch das Unmögliche und macht ihn weg? Oder macht er hier den 8. Kill? Klar. Frage ist natürlich, wie viel HP hat die Sue? Kann man nicht sagen, ist außerhalb der Sichtweite gewesen. Dementsprechend sind die Daten nicht vorhanden. So, er fährt jetzt hier in die Mittelgasse. Fahrt jetzt nicht direkt zum Cap zurück, sondern fahrt jetzt hier in die Mitte. Hat er da eine Ahnung, die wir nicht haben? Er weiß es wohl selber gar nicht so genau, was er gerade machen soll. Der Kubi. Und nu kommt da was? Nee, auch nicht. Am ehesten würde ich wahrscheinlich an seiner Stelle Richtung Cap fahren. Weil da wird dann schon mal die Sue irgendwann auftauchen. Da ist sie! Er schießt das erste Mal drüber, aber 34 HP hat sie noch. Er schießt selber gar nicht. Sue? Sue will nicht schießen. Naja, das lässt er sich natürlich nicht nehmen. Und nimmt die Sue raus mit seinem Monster, dem OI, macht den 8. Kill, macht 4490 Schaden und prallt 4220 Schaden ab. Also dazu muss man einfach nur sagen, unglaublich krass. Und naja, wenn der Gegner natürlich nicht weiß, wie man ihn durchschlägt, dann ist es natürlich schwieriger. Von dem her, ordentlich performte Runde. Ich hoffe, euch hat es gefallen und sagt mir doch mal eure Meinung zu den japanischen Panzern. Würde mich stark interessieren. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.